Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Wieder hier ein live aufgenommenes Let's Play quasi mit Live-Publikum. Nur, dass ihr euch auf YouTube, wenn ihr es nachträglich guckt, nicht wundert. Und wir machen jetzt weiter mit unserer Großwildjagd-Quest. Wir haben dem Hobbyfotografen geholfen dabei, dass er einige wilde und teilweise sehr gefährliche Tiere fotografieren kann. Und jetzt hat er uns eingeladen zu seiner Afterparty. Und da gehen wir jetzt hin. Fangen wir gleich mal mit einer Ladezeit an. Immer gut. Der Klassiker. Aber zum Glück spielen wir auf der PS5. Da sind Ladezeiten doch dann sehr viel kürzer. Moment mal, wo sind wir denn jetzt? Warum sind wir denn hier? Das ist ja schon wieder Hauptquest-Territorium, aber da müssen wir wohl durch. Ich habe nur Angst. Nee, stimmt ja gar nicht. Wir müssen ja für die Hauptquest einen Fleckengnom oder sowas aufspüren, bevor wir wieder hierher zurückkommen. Puma? Der hat einen Puma direkt hinter seinem Haus, anscheinend. Und geht irgendwo 2000 Schnittlaucheinheiten entfernt auf Puma-Fotografierjagd. Hä? Ich verlaufe mich gerade total. Nee, stimmt schon, oder? Ja, die Wegpünktchen sind nur manchmal komisch. Alles gut. Kenne ich die Stimme aus Fallout 76? Welche Stimme meinst du denn? Oh, wir haben hier eine echte neue Nebenquest auf dem Anschlagquest. Meine? Aus dem Spiel? Also, ich habe nie irgendwen irgendwo irgendwas synchronisiert, falls du das meinst. Aber ich habe Let's Plays dazu gemacht. Nee, doch keine neuen Quests. Komisch. Angeblich hat das Biest Ritter Miltor einfach mit Rüstung und allem aufgefressen. Ach so, warte, wir müssen bis morgen Mittag noch warten hier, dann machen wir das. Können wir eh unsere Tränke mal wieder auffrischen? Ist gar nicht so doof, ein bisschen meditieren. Ja, ja, gespielt habe ich das lange und viel. Sowohl die Weibchen als auch die Männchen der Tausendfüßler von Beauclair sind exzellente Jäger. Die Tiere greifen meist rudelweise an, doch einmal das konnte sind aber der ziemlich Autor diese artsy Bilder, die der Arbeit da gemacht ein Einzelexemplar in Angriffsbereitschaft einfangen. Man beachte den Jäger, der in vollem Bewusstsein der Gefahr und in aller Entschlossenheit auf den richtigen Augenblick zum Zuschlagen wartet. Ah, Geralt, da bist du. Wunderbar. Tritt näher. Warum ist denn da der Kopf vom Fotografen selber mit drauf? Wie funktioniert wie schön, das bitte? Dich zu sehen. Ich dachte, der macht die Fotos dich, mit du seinem nicht ablehnen darfst. Hut. Komisch. Du kannst es natürlich verkaufen. Aber es wäre mir eine Ehre, wenn du es bei dir zu Hause aufhängen würdest. Danke. Machen wir. Das ist cool. Eine deiner Wachen im Lager hat mir von Clarissa erzählt. Es tut mir leid, dass sie einen Unfall hatte. Danke. Solch freundliche Worte bedeuten mir sehr viel. Wie geht es, Clarissa? Sicher kann sie deine Rückkehr kaum erwarten. Damit sie ihre Geschenke kriegt, meinst du? Aber ich habe ihr schon zwei geschickt. Sie muss nicht auf meine Rückkehr warten. Ist der Vogel im Hintergrund nicht das Logo von CD Red Project? Gibt es dort Sylvane. Ich glaube schon, stimmt. Oder? Ich kenne sogar einen. Er heißt Torg. Kann ziemlich niederträchtig sein, aber wenn der Preis stimmt, tut er alles. Wie schön. Danke für den Tipp. Bestell ihm schöne Grüße von mir. Du hast ja viele Freunde. Und sie sind ganz hingerissen von deinen Bildern. Oh, wer so viel Geld hat wie ich, der wird umschwirrt wie frisches Fleisch von Fliegen. Jeder Nieser, jeder Rülpser wird beklatscht und bejubelt. Sie sind nicht alle verlogene Kriecher. Das will ich nicht sagen. Nur die meisten. Leider. Warum lädst du sie überhaupt ein? Ich bin ein Mann des Geschäfts, das ich über jede persönliche Sympathie oder Antipathie stelle. Außerdem... Außerdem?
Bisweilen stelle ich ein total missratenes Bild aus, nur um mir anzuhören, wie sie sich überschlagen, um dieses Geschmiere über den grünen Klee zu loben. Je dringender jemand sich meine Gunst erwerben möchte, desto lauter preist er das Meisterwerk. Ein diebischer Spaß. Schön, dich zu treffen. Bis dann. Bis dann. Jetzt hat er aber immer noch das Symbol da über seinem Kopf. Es ist die reinste Freude. Aber nur so anscheinend. Na gut. Unglaublich. Guckt hier bei dem Bild. Da ist er selber drauf und macht ein Duckface. Aber wie funktioniert das? Ich dachte, der macht die Fotos mit seinem Hut. Und jetzt plötzlich ist er selber mit drauf. Mit dem Hut auf. Macht überhaupt keinen Sinn. Außerdem verstehe ich nicht ganz. Nimmt er die Negative oder wie auch immer seine Kamera da funktioniert und dann zeichnet er da drüber oder so, weil es klingt so, als ob er die irgendwie selber zeichnen würde, weil er doch gesagt hat, manchmal stellt er absichtlich Schmiere aus. Aber das sieht schon eher aus wie die Fotos, die ich da so, also wie Fotos, ne, wie so alte, sehr alte, primitive Fotos. Arbeit veredelt, aber Müßiggang macht glücklich. Naja, whatever. Mission erfüllt. Hauptquest ist immer noch Level 39, das heißt, wir suchen uns wieder die Nebenquests raus, die niedrigleveliger sind und machen die, bevor wir mit der Hauptquest weitermachen. Also die vom DLC. Die vom Hauptspiel ignorieren wir. Die übrig gebliebenen. Eine Schatzsuche haben wir noch. Na gut, die Schatzsuchen finde ich immer langweilig, weil ehrlich gesagt kann man mit dem, was man findet, meistens eh nichts anfangen und die sind selten mit wirklich interessanten Geschichten irgendwie umsponnen, die Schatzsuchen. In der Regel laufe ich jetzt die 500 Schnittlaucheinheiten irgendwo hin, springe ins Wasser und tauche einen Schatz hoch und fertig. Aber naja, mein Gott. Damit das auch erledigt ist. Wenn schon, denn schon. Plätze, wir haben einen Schatz zu bergen. Ups, falsche Taste. Keine Angst, Plätze. Nein. So. Kann leider nicht. Ach. Sieh dich am Seeufer beim Friedhof um. Na gut. Sobald ich Plätze hier irgendwie von dem Felsen navigiert habe, so, und aus diesem sehr engen Bereich hier, machen wir das. Richtig. Seeufer, Friedhof und wir reiten irgendwie bergauf. Ah, doch, doch, ich weiß, wo wir sind. Stimmt, hier ist irgendwo der Jean-Luc Picard-Grabstein, ne? Ah, jetzt kenne ich mich wieder aus. Okay, gut. Und hier ist irgendwo ein Schatz. Und ein paar Ertrunkene. Mist. Bei der Musik muss ich einfach nur immer voll an 12 Monkeys. Ich wollte schon Monkey Island sagen. An 12 Monkeys muss ich da immer denken. So, danke schön. Einmal alle sterben, bitte. Ist das der Schatz? Nee. Wohl eher nicht. Ah, wen haben wir denn hier? Ein durchweichter Brief und ein verzierter Schlüssel. Zum Glück ist es kein durchweichter Schlüssel. Der wird sonst wahrscheinlich gar nicht mehr ins Schloss passen. Hä, wo habe ich denn die Notiz her? Das gehört auch zu irgendeiner Quest, habe ich gar nicht mitbekommen. Der verschmutzte Brief.
Ich fasse mich kurz und komme gleich zum Punkt. Ach, das gehört noch zu dieser Manipulation, ne? Wir haben nie rausgefunden, wer dieser V ist, der die beiden Weingut-Leute da manipuliert hat. Ob das nochmal aufkommt? Keine Ahnung. Okay, aber bleiben wir beim durchweichten Brief. Der Brief ist durchweicht und fällt auseinander. Er ist kaum leserlich. Bruce, mach keine Dummheiten. Ich weiß, dass du Selina zusammen mit dem Rest unserer letzten Beute auf dem Friedhof von Buclair begraben hast. Denk daran, dass ein Teil davon uns zusteht. Sei kein Idiot. Wir wissen alle, dass du ihr Liebhaber warst, aber ich erinnere dich daran, dass sie außerdem unsere Anführerin war. Das ist es, was zählt. Wir haben unseren Anteil vom Überfall auf Martinbergs Laden bis heute nicht gesehen. Selina, damit zu begraben, ist eine Sauerei. Die Schätze gehören uns allen. Treffen wir uns und teilen alles gerecht auf. Danach kannst du dich im See ertränken oder an einem Ast deiner Wahl aufhängen. Gezeichnet Robin. Er hat sich aber an der seichtesten Stelle des Sees ertränkt. Das ist verdächtig. Na gut, finde den Schatz am Friedhof. Das ist aber jetzt komisch. Wo führt mich denn jetzt? Ach ja, stimmt, ne, da oben. Der Friedhof ist weitläufig, stimmt. Hier war ja der Geisterstreit, der Geisterehekrach. War ja hier irgendwo in der Krypta. Abenteuer. Hallo? Schatz? Brauchen wir nicht vielleicht eine Schaufel auch oder so, Geralt? Ich weiß ja nicht. Ist meine erste Friedhofsplündertour. Aber müssen wir nicht... Muss ich die Grabsteine lesen? Müssen wir das Grab von Selina finden? Moment mal, der Kerl, der das geschrieben hat, heißt Robin. Und die Anführerin der Bande heißt Selina, wie Catwoman. Ah, wahrscheinlich muss ich da runter, oder? Ja, ich habe doch da unten schon mal einen Zettel gefunden. Das ist schon ewig her. Genau. Das war ja, während ich den Ehestreit der Geister gelöst habe. Da waren hier drin plötzlich Diebe. Und haben da hinten... Habe ich nur irgendwas nicht mitgenommen oder so? Und da ist sogar eine Katze. Genau. Ich kann mich erinnern. Ich glaube, ich hatte einfach nur... Aber da hatte ich den Schlüssel noch gar nicht zu dem Zeitpunkt. Genau, stimmt. Aber da bin ich ja schon drüber gestolpert. Aha. Dann war die Schatzquest sogar in dem Fall tatsächlich in eine kleine Story gehüllt und sogar eine Referenz, ein Easter Egg. Eine Batman-Anspielung. Okay. Zwei schwebende Köpfe aus Stein versperren mir leider den Weg. Das ist jetzt problematisch. Ja, gut. Würde ich sagen, durchgespielt. Nächstes Spiel. Idolem, wenn du noch da bist, musst du dir das nächste Spiel aussuchen. Weil hier ist Schluss. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Ich glaube, ich speichere mal und lade neu. Das hilft vielleicht. Schauen wir mal. Wäre schon gut. Ich werde gerade müde.
könnt jetzt schlafen. Das wäre voll gut. Stellt euch vor, man könnte während der Ladezeiten so kurz schlafen. So auf Kommando powernappen. Ich glaube, wenn man sehr viel spielt, während aller Ladezeiten addiert... Nein, dammit! Die hat noch mitgeladen, die Steinköpfe, die mir hier den Weg versperren. Was machen wir denn jetzt? Gibt es noch einen anderen Weg aus dieser Krypta? Hoffentlich. Irgendwie müssen wir hier wieder rausfinden. Und dann müsste man nicht mehr schlafen. Weil man so, nicht nur Ladezeiten, ne? Das ist voll genial. Das ist voll das gute Konzept. Mensch, Biologie. Warum hast du das nicht so gemacht, Evolution? Einfach so, wenn man warten muss. So an der Bushaltestelle schlafen. Während der Busfahrt schlafen. Wenn man irgendwie, keine Ahnung, wartet. Immer wenn man wartet halt einfach. Yes! Ich habe einen Ausgang gefunden. Gut. Glück gehabt. Okay, schauen wir mal, was wir als nächstes machen. Ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt mit der Hauptstory weitermachen, ne? Nach meiner mir selbst auferlegten Regel können wir jetzt entweder Gwent spielen oder wir machen jetzt die Hauptquest. Und ich glaube, das machen wir jetzt in dem Fall auch wirklich. Die ist jetzt ein bisschen weit entfernt. Wo ist denn der nächste Schnellreiseponöpel? Ah ja, nicht weit von hier. Na dann. Dann schauen wir uns mal das verfluchte Anwesen an, bei dem irgendein... Fallschaden in Witcher ist so lächerlich. Oh Gott, ich vergesse es. Oder ich unterschätze es immer wieder. Ich denke mir immer wieder, na komm, das kleine Stürzchen, das würde schon aushalten. Es ist so lächerlich. Naja, ein verfluchtes Anwesen, in dem ein eigentlich ausgestorbenes Monster sein Unwesen treiben soll, dessen Speichel wir für ein Ritual brauchen. Damit wir den Vampirmörder aufspüren können. Also nicht den, der Vampire ermordet, sondern der Vampir, der Menschen ermordet. Das meine ich mit Vampirmörder. Könnte man ja auch, ne? Anders verstehen. Naja. Okay, wir stehen wieder vor den schwebenden Totenköpfen. Ah. Nein, Geralt, was hast du uns da wieder eingebrockt mit deinem Fallschaden? Das ist seine Achillesferse, ne? Kleine Anhöhen. Er überlebt irgendwie Feuersbrunsten aus Drachen, Hälsen, Drachen. Und Säure von irgendwelchen Insektenmonstern und scharfe Klauen und Zähne. Alles kein Problem. Aber Stürze von mehr als 30 cm sind instant tödlich. Aber sofort. Das liegt an der schweren Rüstung. Wahrscheinlich, das sieht nicht so aus, aber allein die Schwerter, wahrscheinlich hat der 800 Kilo. Und dadurch trifft dann so viel Masse, wenn er mal kurz ein bisschen fällt, sofort irgendwie, bam, wird er pulverisiert. Von seinem eigenen Gewicht zerdrückt. Wie ein Wal. Oh Gott. So. Nein, wir haben gar keinen Schnellreiseponöpel in der Nähe. Also... Wirklich, das lohnt sich kaum. Na gut, den nehmen wir von mir aus, aber das sind ein paar, vielleicht 100 Schnittlauch, die wir uns da ersparen. Aber wenigstens sind wir aus der Stadt draußen, das ist schon mal gut. Warte mal, optional informier dich näher über Fleckenwichte, indem du das Bestiarium liest. Oh, pff. Komm schon, Plätze. Los geht's. Ja,
Los geht's, Plötze. Noch 700 Schnittlauch. Reiten wir querfeldein durch den Wald. Das ist immer eine gute Idee. Meine Abkürzungen funktionieren immer hervorragend, Plötze. Da müssen wir uns überhaupt keine Gedanken machen. Los, los! Ist jetzt tatsächlich erstaunlich gut. Vorbei am blauen Haus. Und dann sind wir fast da. Nach knapp 250 Schnittlauch. Was war denn das gerade? Ich hab Angst. Ich will's gar nicht wissen. Einfach weiterreiten. Einfach reiten, Plötze. Ignorier einfach alles, was rundherum passiert. Oh, hier wird's neblig. Spooky. Kein gutes Omen. Irgendwie so Geisterhunde. Ach ja, genau. Wir haben ja ein Level-Up. Ich glaube aber, wir brauchen hierfür immer 2 Fähigkeitspunkte. 3 sogar in dem Fall. Und große rote Mutagene bräuchten wir auch noch. Also noch ein Level, bevor wir hier wieder was machen können. Wenn du im Nahkampfschaden erleidest, wirken davon 1,5% pro Punkt deiner Toxizitätsstufe auf Gegner. Langweilig ein bisschen. Zeichen können kritischen Schaden verursachen. Das ist, finde ich, gut. Kritische Treffer. Ja, gut, okay. Ist egal. Können wir momentan alles nicht machen. Autsch. Ist mal was. Ah, hier sind die Löffel, von denen der schon erzählt hat. Oder seine Raben, besser gesagt. Die Raben des Vampirs haben uns ja schon vorgewarnt, dass hier überall Löffel sein sollen. Ich bin gespannt, wo das hinführt. Das ist jetzt schon interessant, ne? Es ist, als würden die Löffel einen Rhythmus trommeln. Eine Botschaft an mich. Okay. Zum Glück haben wir unsere... Niemand soll mit dir an der Tafel sitzen. Kein Löffel soll dich sättigen. Nie wieder sollst du in den Spiegel zu blicken. Unsere warten. Super Lauschohren auf. Klingt tatsächlich wie ein Fluch. Da ist jemand besessen. Regis sagte ja, der Ort sei verflucht. Kann kein Zufall sein. Ich muss mich umsehen. Was für ein Schweinestall. Muss ihn gründlich durchsuchen. Vielleicht finde ich etwas Wichtspeichel. Der Wicht ist besessen. Ein echter Sammler. Der Löffel ist ein Meisterwerk. Der muss reichen Leuten gehört haben. Ein Buch. Fleckiges Tagebuch. Hey, sind Fleckenwichte, wie intelligent sind denn Fleckenwichte? Das wird ja wohl nicht das Tagebuch vom Fleckenwicht sein, oder? Ich bin jetzt seit Tagen... Was? Schwindelanfälle. Was? Ich habe jetzt seit Tagen Schwindelanfänge. Ich kann nicht mehr reden. Ich habe jetzt seit Tagen Schwindelanfälle. So etwas habe ich noch nie erlebt. Wenn das so weitergeht, muss ich einen Kräuterkundler aufsuchen, obgleich ich Zauberei nicht ausstehen kann. Na, Kräuterkundler sind ja keine Zauberer. Die sind ja nur Mediziner im Grunde. Hoffentlich gute. Im Idealfall.
die Schwindelanfälle. Warum kann ich das Wort nicht aussprechen? Und nein, jetzt wird mein Controller auch noch leer. Alles kommt zusammen. Ich kann Schwindelanfälle nicht mehr aussprechen. Und der Controller wird leer. Ich muss echt kurz ein Kabel suchen. Weil ich bin mir nicht sicher, ob das Spiel pausiert. Das ist immer nervig. Manche Spiele pausieren nicht, wenn der Controller leer wird. Und dann ist es doof unterm Kabel. So, damit wir hier keine Schwindelanfälle kriegen ohne Controller-Akku. Heißt das, wenn der schreibt, dass er Schwindelanfälle hatte, dass er ganz viel lügen muss dauernd? Haha. So, wo waren wir stehen geblieben? Die Schwindelanfälle haben nicht nachgelassen. Jetzt sind auch noch Schmerzen dazugekommen. So stark, dass ich manchmal nichts mehr sehen kann. Ich war bei der Kräuterfrau, eine abstoßende alte Hexe, die mich angaffte, als hätte sie ein Monster gesehen. Sie gab mir irgendein verfluchtes Gebräu, das ich nun zweimal täglich trinken muss. Es hilft kein bisschen. Heute blickte ich wie üblich in den Spiegel. Was ich da sah, machte mich sprachlos. Ich suche immer nach Fältchen und Augenringen, doch heute, ich wünschte, es wären nur Fältchen. Mir wachsen Haare auf den Brüsten. Es ist abscheulich. Das muss an diesen verdammten Kräutern liegen. Ich ging zur Kräuterfrau, um sie zu verprügeln, aber ihre Hütte war verlassen. Sie muss gewusst haben, was mir bevorsteht und das weitergesucht haben. Meine Familie schöpft allmählich Verdacht, obwohl ich das Haar zuschneide, das immer schneller wächst. Ich versuche, den Gedanken nicht zu denken, aber ich schaffe es nicht mehr. Vielleicht waren es gar nicht die Kräuter, sondern ich bin von diesem alten Bettler verflucht worden, den ich einst verjagen musste. Ich muss es herausfinden. Ich muss jemanden anheuern, der die Kräuterfrau findet. Ich kann nicht denken und kaum schreiben. Einsamkeit. Keine Familie. Essen. Ich will essen. Ein guter Löffel. Leere Löffel. Nichts. Zu essen. Es tut weh. Spiegel. Lügen. Nein. Armes Mädchen. Hat gemerkt, dass sie allmählich zum Monster wird. Hat es aufgezeichnet. Ist immer schön, wenn dann so Menschen, wie auch bei Resident Evil oft, die sich verwandeln oder Schmerzen haben, während sie Schmerzen haben, so in ihr Buch schreiben, alles tut mir weh. Sitzen aber ganz ruhig am Tisch, während sie das schreiben. Wunderschön leselich. Okay. Ist es dann überhaupt wirklich ein Fleckentroll? Funktionieren Fleckentrolle überhaupt so, Geralt? Na gut, meinetwegen. Ich schau mal kurz in unserem Bestiarium nach, was Fleckentrolle normalerweise sind. Panther-Wildschwein. Drakuiden werden es nicht sein, ne? Geister wahrscheinlich auch nicht. Aber die Hunde sind tatsächlich Geister. Schlichte Gemüter glauben noch immer, dass besonders böse Taten den Zorn der Götter in Form von Phantomhunden beschwören, die nachts über die Straßen schleichen. Ob das stimmt oder nicht, Berghästen sind für Sünder und Heilige gleichermaßen gefährlich. Ja, aber woher kommen sie denn? Das würde mich interessieren. Hexer glauben selten an Götter, doch sie wissen, dass Berghästen wirklich existieren und stets mit tragischen Ereignissen in der Vergangenheit zusammenhängen. Dann ist es ein Wunder, dass wir bisher noch keine gesehen haben, oder? Verfluchte Wesen.
Ach was, diese Blumen sind verfluchte Wesen. Der Bär ist ein verfluchtes Wesen gewesen, der Berserker. Ah ja. Na. Ah. Cool, cool. An die kann ich mich erinnern. Aber hier sind wir scheinbar in der falschen Kategorie. Relikte werden das wohl auch weniger sein. Der Pedell, das war schon cool, ne? Wie viel überhaupt, wie viel einzigartige Kreaturen die gemacht haben für das Spiel. Wenn auch teilweise nur Abwandlungen von Standardgegnern, aber es ist immer irgendwie was Besonderes in den Quests. Das ist schon echt, haben sie sich wirklich Mühe gegeben, das ist echt schön. Nach was suche ich? Ach ja, genau, nach einem Fleckenwicht, da haben wir ihn. Fleckenwichte, das hilft ihm besonders gut. Igni. Das ist gut. Igni benutze ich gerne. Und Nekrophagenöl. Das sind Leichenfresser. Okay. Fleckenwichte sind eine von Hexen praktisch, Hexern praktisch ausgerottete Unterform der Wichte. Ja, aber anscheinend doch nicht ganz, ne? Sie sind größer als ihre fleckenlosen Verwandten und verdanken ihren Namen den zahllosen Flecken und Absonderungen ihrer Haut. Fleckenwichte leben meistens auf alten Friedhöfen und fernab in den Wäldern. Es kommt jedoch auch vor, dass sie in verlassenen menschlichen Behausungen unterkriechen. Ihre größte Leidenschaft besteht darin, sich aus ihren eigenen Absonderungen eine Suppe zu kochen. Naja, interessant. Hallo! Grulli, wie geht's? Mir geht's gut, dankeschön. Eine Suppe aus ihren eigenen Absonderungen kochen. Wo waren wir? Ah ja, genau. Wenn man sie nicht stört, sind sie nicht sehr aggressiv. Fühlen sie sich allerdings bedroht, können sie sehr gefährlich werden. Bei tiefen Temperaturen fallen sie in eine Art Winterstarre. Manche sagen, Hexer hätten eine todsichere Art gefunden, Fleckenwichte zu überwältigen. Sie sollen etwas mit dem klugen Einsatz des Uerdenzeichens zu tun haben. Aber vielleicht ist das nur Hexergarn. Ich nehme das mal, die magische Falle. Schauen wir mal. Ein zerschlagener Spiegel. Mochte sich da jemand nicht ansehen? Vielleicht ist die Autorin des Tagebuchs das Monster, das hier haust. Aber ist das normal? Eben, also Geralt, da hättest du ja aber auch schon früher drauf kommen können. Come on. Eben, weil sammeln Fleckenwichte Löffel und können die in Tagebücher schreiben und... Ne? Captain Obvious. Ich höre da unten irgendwas, aber... Naja. Ein ganz normaler Löffel. Etwas angejagt vielleicht. Kein Löffel soll dich sättigen. Was immer hier lebt, nimmt das wörtlich. Es sucht noch nach dem richtigen Löffel. Noch ein Löffel. So normal wie der zuvor. Ein Schlüssellöffel. Ein Löffelschlüssel. Ein Löffelschlüssel. Fein gearbeitet. Mit Inschrift. Der Wicht ist ein wahrer Sammler. Der Wicht ist besessen. Ein echter Sammler. Skelette. Die Leute sind sicher nicht freiwillig hergekommen. Hat das was mit dem Fluch zu tun? Niemand soll mit dir an der Tafel sitzen? Würde passen. Ein verrotteter Brief. Ich mag diese Witcher-Quests echt. Das finde ich so schön. Die sind so stimmungsvoll, so gut inszeniert. Das ist einfach super. Eine Notiz am Löffelschlüssel. Aha. Hiermit ist zertifiziert, dass das Auktionsobjekt, ein antiker Löffelschlüssel, gefertigt 1210 in der Werkstatt Christoffersen und Söhne, Eigentum von Smigole Serkis ist, Besitzer der Fasanerie. Okay, na gut, lesen wir mal den verrottenden Brief. Lieber Meister Levasseur,
Ich weiß, dass du seit Jahren dein Auskommen mit der Jagd auf Gesetzlosen verdienst. Ich hätte einen ungewöhnlichen Auftrag für dich. Vermutlich wunderst du dich, dass ich dich hier herausbestellt habe, ohne selbst anwesend sein zu können. Leider ist in meiner gegenwärtigen Lage jede Art von Treffen sehr riskant. Weniger für mich als vielmehr für denjenigen, mit dem ich mich treffe. Abgesehen davon ist das der Kern der Sache. Auf mir lastet entweder ein Fluch oder, was ich hoffe, daher wende ich mich an dich, die Nebenwirkungen einer Medizin, die ich vor einiger Zeit von einer Kräuterfrau erhielt. Das Problem ist, dass ich kurz nach meinem Besuch bei dir spurlos verschwunden ist. Es ist mein verzweifelter Wunsch, meine Gebrechen auf den Grund zu gehen, und daher heuere ich dich an. Du sollst eine gewisse Frau finden, die in der Gegend die Kräuterkundige war. Wenn du es schaffst, so musst du möglichst viel über die Medizin herausfinden, die sie mir gegeben hat. Wenn mein Leiden ihr Werk ist, so beschaffe ein Gegengift bei ihr. Du sollst es nicht bereuen. Ich bin wohlhabend und werde nicht geizen, wenn ich deine Dienste vergüte. Wenn mein Zustand nichts mit ihren Machenschaften zu tun hat, dann lass sie gehen. Denn dann bin ich in den Fängen eines fürchterlichen Fluchs, von dem mich nur die Götter befreien können und den ein gewisser Bettler gewirkt haben muss, der eines Abends zum Anwesen kam, als ich gerade Gäste hatte. Wenn du diesen Herumtreiber finden kannst, bezahle ich dir das Doppelte. Leider weiß ich nichts mehr über ihn als den Umstand, dass er Spiegel verkauft hat. Ah, der Spiegel ist wahrscheinlich verflucht. Naja, wer weiß, vielleicht. Weil ich meine, hat sie oder er überhaupt einen Spiegel gekauft dann? Ich glaube ja irgendwie nicht, ne? Das ist, was? Das ist eingestandenermaßen nicht viel, aber doch etwas und besser als nichts. Ich vertraue auf deine beachtlichen Fähigkeiten und wünsche dir viel Glück. Der Spiegelmeister. Meinst du, dass da nochmal Bezug auf den genommen wird? Wäre ja interessant, wäre ja irgendwie nett. Wäre schon ganz cool. Was hältst du eigentlich von einer Witcher, Metro oder Bioshock-Lore-Videoreihe? Gibt es auch enorm viel zu erzählen. Also zumindest bei Witcher überlege ich da schon länger und ich habe mir gedacht, vielleicht könnte man das auch ein bisschen mit der Serie, wenn die zweite Staffel kommt, koppeln. Das wird vielleicht sogar Sinn machen. Da könnte man vielleicht sowohl die Monster, die in der Serie vorkommen, die auch im Spiel vorkommen und im Buch vorkommen, quasi vorstellen und so ein bisschen in ihren Versionen, wie sie dargestellt werden und so. Na, habe mir auf jeden Fall schon Gedanken drüber gemacht, über sowas in der Art, ja. Aber mal schauen, ich mache mir über viel Gedanken und mache viele Pläne und ungefähr nur 0,5% davon werden tatsächlich Videos. Deswegen mal schauen, mal abwarten. Kann ich die Skelette? Ja. Keine Klauen und Bissspuren. Vermutlich wurde er erstickt. Ein Kellergewölbe. Sieht tatsächlich nach dem Lager eines Wichts aus. Etwas ungewöhnlich, aber dennoch. Sicher ist sein Kessel hier irgendwo. Da ist der Kessel. Der Wicht ist ja nicht sehr ordentlich. Der Tisch ist gedeckt. Dieser Wicht bereitet offenbar ein Festmahl vor. Der Wicht, der hier haust, der steht unter einem Fluch. Und er will ihn verzweifelt loswerden. Ein ganz normaler Löffel. Etwas angejagt vielleicht. Der Kessel ist leer. Schade. Regis könnte Suppe gebrauchen, aber er kriegt wohl keine. Ich muss mich wohl verstecken und auf Speicheldrüsen warten, sowie auf deren Träger. Ich verstecke mich so, dass ich den Kessel beobachten kann.
Ach, jetzt hätte er doch eine Suppe gekocht. Kann ich das einfach? Kann ich den Fluch einfach aufheben? Weil dann machen wir das. Ich tu dir nichts. Ich will dir helfen. Ich habe die Worte des Fluchs gelesen. Ich glaube, ich weiß, wie man ihn aufhebt. Müssen wir jetzt was von der Suppe essen? Mit einem Löffel? Wollen wir das wirklich? Was tut man nicht alles, um irgendwelche Flüche zu brechen? Du wolltest Leute herbringen und zwingen, deine Tischgäste zu sein, nicht? Ich bin jetzt dein Gast. Dein freiwilliger Gast. Dankeschön. Noch etwas für Regis. Und jetzt bist du. Ich muss mich an die genauen Worte erinnern. Der Fluch lautete: Niemand soll mit dir an der Tafel sitzen, kein Löffel soll dich sättigen, nie wieder sollst du in den Spiegel zu blicken wünschen. Kein Löffel soll dich sättigen. Nee, warte mal, jetzt, ich will es nochmal. Ich muss mich an die genauen Worte erinnern. Der Fluch lautete: Niemand soll mit dir an der Tafel sitzen. Kein Löffel soll dich sättigen, nie wieder sollst du in den Spiegel zu blicken. Aber jetzt sitze ich ja mit ihr an der Tafel oder ihm. Und dann sollen wir auch mit Löffel essen. Warum sollen wir die Löffel tauschen? Ich verstehe das nicht. Essen wir mit dem Löffel. Wir machen das Gegenteil von dem, was der Fluch sagt, oder? Einfach. Etwas stimmt nicht. Habe ich was verpasst? Hör zu. Ich stehe jetzt langsam auf und durchsuche das Haus nochmal. Bleib hier. Bin gleich zu Ende. Ganz ruhig. Mist. Ich hab's vermasselt, glaube ich. Hätten wir ohne Löffel essen sollen? Hat nicht geklappt. Ich habe dieses üble Zeug umsonst gegessen. Die Suppe für Regis habe ich immerhin. Für den Wicht kann ich wohl nichts tun, außer ihn niedermachen. Oh nein. Ah, hätte ich den Fluch brechen können, wenn ich die richtige Option genommen hätte? Ich will den Wicht nicht töten. Optional folge dem Wicht. Ah, ist das blöd. Wann hat's denn das letzte Mal gespeichert? Das war um 15.30 Uhr. Vor einer Minute. Ich glaube, das war nach dem. Und davor 26. Das lade ich nochmal. Das lade ich nochmal und speichere dann richtig. Weil das geht zu weit. Aber dann soll ich dann... Ich dachte, weil ich ja jetzt mit ihm am Tisch sitze mit dem Wicht, dachte ich, wir machen das Gegenteil von dem, was der Fluch sagt. Aber vielleicht auch nicht. Kein Löffel soll dich sättigen. Dann essen wir halt ohne Löffel. Ist auch okay. Weiß ich nicht. Weiß doch ich nicht, was das Spiel von uns will. Der arme Kessel Wicht. Ist leer. Schade. Regis könnte Suppe gebrauchen,
aber er kriegt wohl keine. Ich wollte doch speichern, ich Idiot. Okay, und jetzt essen wir ohne Löffel. Nein, weg mit dem Löffel, Wicht. Wir dürfen keine Löffel benutzen. Nein, das funktioniert nicht. Du hast noch einen Löffel gesucht, der dich füttert. Aber es gibt keinen. Wir müssen ohne Löffel essen. Es hat funktioniert. Nur nicht so, wie ich dachte. Mal sehen, was aus dem Wicht geworden ist. Dürfte nicht schwer zu finden sein. Immer dem Gestank nach. Okay. War das jetzt richtig? Aber ich muss sagen, ich finde das ein bisschen komisch, weil der Fluch heißt, also du wirst nicht mit jemandem anderem essen und du wirst keinen Löffel benutzen oder so. Und jetzt essen wir aber mit dem gemeinsam, also machen das Gegenteil von dem, was die erste Zeile vom Fluch sagt, aber dann benutzen wir keinen Löffel, genau wie es der Fluch sagt. Das ergibt für mich keinen Sinn. Aber ich bin ja auch kein Hexer. Oder Fluch. Fluchomat. Fluchologe. Fluchingenieur. Was weiß ich schon. Hä? Wo ist er denn jetzt? Ach ja, genau, stimmt. Ich habe ja noch. Vielleicht war es wirklich der Spiegelmeister, der ihn verflucht hat damals, ne? Könnte schon sein. Mal schauen, ob da noch drauf eingegangen wird. Oder sie verflucht hat. Ich glaube, es ist eine Frau eher ursprünglich mal gewesen, oder? Ganz ruhig. Ich tue dir nichts. Ich bring dich in Sicherheit. Also habe ich sie an die Hand genommen und hergebracht. Das schien mir der einzig richtige Ort für sie zu sein. Das war richtig so, Herr. Hier wird sie sich schnell erholen. Keine Sorge, Herr. Ich kümmere mich um alles. Hier ist sie in Sicherheit und in guten Händen. Sie kommt bald wieder auf die Beine. Das könnte etwas dauern. Sie hatte 100 Jahre lang nichts gegessen, als ich sie fand. Schrecklich. Wie kann sowas sein? Es ist vorbei. Nur das zählt. Wir sollten uns jetzt lieber um Marlene kümmern. Natürlich. Ich kümmere mich um sie. Langsam gefällt es mir hier. Vielleicht sollten wir einfach noch mehr renovieren und umgestalten. Was denkst du, Barnabas Basilius? Wie du wünschst, Herr.
Wollen wir uns diesmal um das Haus oder das Gelände kümmern? Ich habe keine Ahnung. Für was haben wir denn Geld? Machen wir mal das Gelände. Wir wollten doch einen Stall für Plötze. Wenn wir schon beim Renovieren sind, es muss doch noch andere Dinge geben, die wir verbessern können. Eine wunderbare Idee. Warum nicht im Gelände weitermachen, nachdem die allgemeinen Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind? Vielleicht sollten die Ställe umgebaut oder Madame Boudus Garten hergerichtet werden. Ställe! Plötze verdient einen geräumigeren Stall. Oder sogar zwei. Du kennst doch Plötze, mein Pferd. Nun, wir haben schon viel zusammen erlebt. Jetzt habe ich eine schöne Bleibe gefunden und ich denke, sie hat auch eine verdient. Oh, ein schöner Stall weist auf einen ehrbaren Eigentümer hin. Sag Bescheid, dann gebe ich die Arbeit daran sofort in. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich mir das leisten kann. Aber anscheinend können wir uns das leisten. Cool. Bonus auf Ausdauer des Pferdes. Das noch dazu. Cool. Meine Plötze verdient nur das Beste. Die Ställe sollten renoviert werden. Ich werde sofort damit beginnen. Es wird ein wenig Zeit in Anspruch nehmen, die Arbeiter zu finden und die Arbeiten abzuschließen. Doch nicht länger als 2 Tage. Brauchst du sonst noch etwas? Manchmal muss ich einen Trank brauen, finde aber die Kräuter, die ich brauche, nicht in der Nähe. Du hast Glück, Herr. Der Blumengarten, den Madame Nina, die Gemahlin von Monsieur Boudus, einst angelegt hat, ist der ideale Ort für Kräuter. Dort ist sogar genug Platz für Sträucher. Na dann, machen wir mehr Kräuter. Gute Idee, Barnabas Basilius. Dort Kräuter zu haben, erspart mir mühsames, stundenlanges Suchen und Ernten. Die Idee stammt von dir, aber ich setze deinen Willen gerne in die Tat um. Ich denke, die ersten Samen sind in 2 Tagen ausgesät. Brauchst du sonst noch etwas? Wenn ich etwas Geld investiere, könnte ich das Haus etwas funktionaler gestalten. Da stimme ich dir zu, von ganzem Herzen. Auf meinen Abenteuern habe ich gut gearbeitete und wunderbar verzierte Rüstungen. Das kennen wir schon. Dem stimme ich. Ja, aber sorge dafür, dass sie stabil gebaut sind und schön verarbeitet. Das versteht sich von selbst, Herr. Nichts ist schlimmer, als eine wunderbare Rüstung auf einem unpassenden Ständer zu sehen. Morgen um diese Zeit werden sie bereit sein, deine Prunkstücke zur Schau zu stellen. Ich glaube, dann haben wir jetzt erstmal. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Nee, eben. Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt nichts mehr, oder? Wenn ich etwas Geld in. Aktuell zumindest. Nee, okay. Du hattest nach unserem Gast gefragt. Entschuldige, ich war mit der Jagd beschäftigt und hatte keine Zeit zum Antworten. Wenn man sich diese unglückselige Kreatur ansieht, fragt man sich unweigerlich, was mit ihr passiert ist. Ihr Name ist Marlene. Einst war sie die sehr schöne und stolze Erbin des Trastamara-Anwesens. Eines Abends, als sie ein Bankett für Freunde gab, kam ein Bettler ans Tor und bat um Almosen. Er hatte eine Schüssel und einen Löffel dabei. Er saß vor ihrem Zaun und wartete. Ich habe von dem Brauch gehört. Ein uraltes Gastrecht, das jeden verpflichtet, einem Gast Speis und Trank zu geben, damit dieser nicht hungrig geht. Diesen Brauch zu verletzen, bringt großes Unglück. Marlene hatte für die alten Bräuche nichts übrig. Sie jagte den Mann fort und sagte, sie würde die Reste von ihrem Fest lieber den Hunden vorwerfen, als dem Bettler was abzugeben. Der Bettler zerbrach seinen Löffel und sprach einen Fluch aus. Sie war schön, also sagte er, dass sie nie wieder in den Spiegel zu blicken wagen würde. Da sie Feste liebte, schwor er, niemand solle je wieder mit ihr an der Tafel sitzen. Und da sie sich sogar weigerte, ihm die Brotkrumen von ihrem Tisch zu geben, schwor er, dass kein Löffel der Welt sie je wieder sättigen könne. Eine harte Strafe. Es war sicherlich nicht einfach, den Fluch zu brechen. Flüche sind vertrackt. Sie spielen mit der Ironie. Man muss immer den Haken an der Sache finden. Marlene hat jahrzehntelang nach einer Lösung gesucht. In einen Wicht verwandelt hat sie Löffel geklaut und Menschen zu sich nach Hause gelockt, damit sie mit ihr speisen.
Das hat nicht funktioniert. Und was hat funktioniert? Jemand musste eine Mahlzeit mit ihr einnehmen. Aus freien Stücken. Man musste ohne Löffel essen und sie dazu bringen, ihr Spiegelbild zu betrachten. Das ist alles? Nur das war notwendig? Die einfachsten Lösungen fallen einem oft erst sehr spät ein. Außerdem ist es als Wicht schwierig, einen Menschen zu finden, der freiwillig mit einem speist. Das kann ich mir denken. Aber nun ist es endlich vorbei. Mach dir keine Sorgen. Hier ist sie in guten Händen. Danke. Ich muss mich wieder um meine Angelegenheiten kümmern. Bis bald. Yay, Level Up. Das bedeutet, wir können jetzt tatsächlich wieder was hochleveln. Und zwar, glaube ich, das da. Das nehmen wir. Kritische Trefferfähigkeit für unsere Zeichen. Okay, ja. Ist jetzt nicht die Welt, aber passt schon. Ach, man kann die wieder deaktivieren und dann für was anderes benutzen, oder wie? Es kann nur eine Mutation auf einmal aktiv sein. Was? Die Mutation? Gestärkte Synapse wird beim Erforschen durch Mutanten automatisch verbessert. Dabei werden zusätzliche Fertigkeitsplätze freigeschaltet. Was? Erforsche Mutationen, um deine Fertigkeiten zu verbessern. Jede Stufe schaltet einen zusätzlichen Fertigkeitsplatz frei. Aha. Zahl erforderlicher Mutationen. Das ist schon wieder so eine komische Beschränkung. Ich verstehe nicht, warum die das gemacht haben. Warum hat das ganze Spiel immer so seltsame Beschränkungen beim Hochleveln? Auch schon beim Standard-Hochleveln und jetzt auch hier im DLC. Ich finde das weder besonders motivierend noch irgendwie... Ich verstehe es auch gar nicht. Ich kann immer nur eine aktivieren quasi. Und ich muss 4 freischalten und dann kann ich noch eine zweite... Nee. Ach so, warte mal. Um zu sehen, welche Mutation gerade aktiv ist, öffne das Mutation... Ach so, ja genau, nee. Keine Ahnung. Ach so, das ist neu. Okay, warte mal. Die Mutation gestärkte Synapse wird beim Erforschen anderer Mutationen automatisch verbessert. Dabei werden zusätzliche Fertigkeitsplätze freigeschaltet. Dank der Mutation gestärkte Synapse steht dir nun eine weitere... Ach so ist das. Die Farbe... Aktive Mutation übereinstimmen. Fortgeschrittene Mutationen kann man an der gelben Farbe erkennen. Verstehe überhaupt nicht. Von was reden wir hier eigentlich? Aber ich kann jetzt quasi zum Beispiel, weiß ich nicht, hier meine Unsterblichkeit hier wieder einsetzen. Ah ja, aha. Okay. Ja, warum denn nicht? Auch gut. Naja, keine Ahnung. Ich glaube, wir meditieren hier jetzt mal. 2 Tage, dann ist nämlich das Haus abgegradet, Plötze hat den Stall und so weiter und dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Stellen mal noch ein paar von unseren hässlichen Rüstungen aus, weil die schönen habe ich alle verkauft, weil ich nicht wusste, dass das noch kommt. Und so weiter. Bis 17 Uhr wird heute noch gestreamt. Also nicht ganz, ich muss ein bisschen früher aufhören, 10 vor oder sowas. Trophäe! Jawohl, ich glaube, wir haben das Haus voll abgegradet. Dann reden wir mal mit dem Haushochmeister. Gehen die Renovierungsarbeiten gut voran? Ich freue mich, dir mitzuteilen, dass die Arbeiten abgeschlossen sind. Tada! Jetzt kannst du die Schönheit des Weinguts in vollen Zügen genießen. Yeah! Verzeih bitte meine Dreistigkeit, Herr. Aber ich denke, da die ganzen Arbeiten an Corvo Bianco abgeschlossen sind... und das Anwesen schöner denn je aussieht, sollten wir des Augenblicks gedenken. Oh, des Augenblicks gedenken. Ist das nicht eine schöne Idee?
Aber weil ich nicht weiß, wie lange das dauert, dass wir des Augenblicks gedenken, verabschiede ich mich jetzt mal von allen, die auf YouTube dieses Video hier gucken. Für heute machen wir erstmal wieder Schluss und die nächste Folge kommt dann wieder so in 3 Tagen circa, wie immer. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.